Nein, ich bin keine Friseurmeisterin und warum ich mich dagegen entschieden habe, das kann man gar nicht so sagen, dass ich mich jetzt dagegen entschieden habe, weil ich jetzt die Auswahl hatte und mich dann für YouTube entschieden habe, sondern das war damals ein. Ich war damals ja schon auf Instagram aktiv und zu der Zeit habe ich damit noch kein Geld verdient und auch so niemand, weil das ja alles noch sehr neu war. Und ich bin ja dann quasi so da reingerutscht und während ich dann bei Mac angefangen habe zu arbeiten, habe ich mich auch selbstständig gemacht. Genau, und so hat es sich dann halt ergeben. Ich glaube, im Oktober 2015 habe ich mich selbstständig gemacht. Und ja, es hat sich einfach so ergeben tatsächlich, dass ich in diesem Bereich so erfolgreich war, dass ich davon leben kann. Yes, habe ich. Ich glaube, angefangen, also so das erste Mal, gerade glaube 14, und dann halt während der Schulzeit komplett. Aber ich war nie der Mensch, der jetzt so hart süchtig war. Ich habe mir zum Beispiel niemals zu Hause alleine eine geraucht oder so. Da wurde mir immer schlecht. Oder wenn ich mit meinen Eltern im Urlaub war oder so mal 2 Wochen, da habe ich auch nicht geraucht und hatte dann auch nicht das Bedürfnis danach. Das war tatsächlich immer so ein Gesellschafts- und Gruppending, aber kein Gruppenzwang in dem Sinne. Dann habe ich irgendwann auch aufgehört, 2 oder 3 Jahre, ja so 2,5. Dann habe ich wieder angefangen, 2016 oder so, und dann auch wieder aufgehört. Also. I don't know. Ich finde es mega schade, dass sich manche Marken zur Influencer-Marke runterwirtschaften, weil das ja quasi eher so einen negativen Beigeschmack hat. Aber wenn man halt mit jedem zusammenarbeitet, der auch nur halbwegs Reichweite hat, dann spricht einfach nicht für die Marke und ist auch für mein Image nicht gut, weil selbst wenn ich die Produkte feiere, ich möchte halt nicht einer von 1 Million sein. Und ich finde, das kommt einfach nicht gut rüber und das finde ich so traurig. Also ganz ehrlich gesagt, schaue ich lieber Serien, die ich schon mal geguckt habe. Ich schaue lieber Filme, die ich schon 3 Millionen Mal gesehen habe. Irgendwie gibt mir das dann so ein sicheres Gefühl. Ich weiß auch nicht. Also ich gucke wirklich Filme, die ich mag, 5000 Mal und Serien auch. Ja, meinen eigenen. Ha, zum Beispiel die Krollen, die sind leider nicht mehr erhältlich, aber wir sind natürlich an neuen Sachen dran. Ein paar sind noch verfügbar, also einfach mal auf den Link in meiner Bio klicken. 18 Karat vergoldet, bombastisch. Also ich habe ja selber in der Hand, was ich teile und was ich nicht teile. Deswegen nervt es mich nicht. Klar gibt es manche Leute, die penetrant sind und auch viele, die natürlich mehr über mein Privatleben erfahren möchten, weil ich davon halt einfach nicht viel preisgebe, aber das ist ja normal, oder? Klischee 8000, aber ich glaube, wenn man einmal angefangen hat, sich wirklich, und zwar aufrichtig, nicht nur gespielt, selbst zu lieben, dann braucht man niemand anderen. Also wirklich brauchen. Klar ist das schön, aber man braucht niemanden. Wenn du mit dieser Einstellung durchs Leben gehst und nur suchst, 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 wirst du niemanden finden. Weil es nur Krampf ist. Es ist nur Krampf. Und so wirst du auch nicht glücklich werden. Und so kannst du auch nicht glücklich in eine neue Beziehung gehen. Weil das strahlst du ja aus. Deswegen chill. Deswegen chill und genieße diese Zeit alleine. Die kommt vielleicht nie wieder. Also, wenn du irgendwann einen Partner hast und das über Jahre und hoffentlich für immer, der nächste, jeder in der Beziehung wird dir irgendwann sagen, ich möchte manchmal auch gerne nochmal Single sein. Deswegen, was mich auf jeden Fall stark geprägt hat, ist meine 3-jährige Ausbildung. Ich finde es so wichtig, das war so wichtig für mein Leben, dass ich und für meine Charakterbildung tatsächlich, dass ich jemanden hatte, der mir sagt, was ich zu tun und zu lassen habe. Also halt wirklich einen Chef zu haben, formt einen schon, finde ich. Klar, es ist Horror manchmal und unfassbar anstrengend und man hat keinen Bock mehr und verflucht die Person, aber es ist so wichtig. Überhaupt nicht, weil jede Person, mit der ich ja viel Zeit verbracht habe in meinem Leben, hat mich ja auch in gewisser Weise geprägt und geformt und den Charakter gebildet, den ich jetzt habe und die Persönlichkeit. Und ich finde mich eigentlich ganz gut. Ich finde Freiraum extrem wichtig und ich finde es extrem wichtig, dass man seine eigenen Freunde auch behält. Also klar, es ist super schön, gemeinsame Freunde zu haben, gar keine Frage. Aber alleine was machen ist so wichtig. Also als allererstes ist es Influenza eine Krankheit. Influenza wird nicht mit ZA, sondern CER geschrieben. Nur kurz kleine Grammar-Übung. Aber jetzt zu sagen, ich mag irgendjemanden nicht, würde ich, so weit würde ich gar nicht gehen, weil ich ja
viele davon überhaupt gar nicht persönlich kenne, aber wenn ich jetzt manchmal so durch Stories klicke, denke ich mir schon manchmal so, oh Mann. Aber man hat ja immer Leute, die man nicht mag, egal ob jetzt irgendwelche Influencer oder nicht. Aber klar habe ich auch schon welche kennengelernt, wo jetzt nicht so tolle Sachen passiert sind oder irgendwelche hinterhältigen Sachen, aber ich glaube, das ist fast überall so. Ganz kurz mal zwischendurch, weil ich diese Nachricht so oft bekomme in letzter Zeit und ich bekomme sowieso unglaublich viele liebe Nachrichten zurzeit. Also die Masse ist enorm und ich wollte einfach mal wirklich von Herzen Dankeschön sagen. Danke. Ich hatte das Thema letztens mit meiner Schwester und ich denke, das ist einfach eine Charaktereigenschaft und die Art und Weise, wie man erzogen und wie man aufgewachsen ist. Und ja, ich habe dieses Gen nicht in mir, dass ich denke, ich wäre was Besseres oder so. So, vielen Dank für eure Fragen. Ich muss jetzt hier mal weitermachen.